Der Typ hier wird demnächst geerntet, denn ich brauche Vitae für mein Kind. Klingt schrecklich, ist es auch. Aber noch blüht ihm nichts, ist mir mal so durch den Kopf gegangen, denn ich habe ja noch kein Sammelgefäß drin hier. Eins von diesen Leidener Flaschen. Irgendwie, wie heißen die? Also erstmal willkommen zurück zu Amnesia Rebirth. Und ich kann das gar nicht, vielleicht in den Notizen irgendwo kann ich das nachgucken. Ja, wie hießen jetzt diese Flaschen? Steht's hier irgendwo zufällig? Hier sind 1000 Notizen und da sind die Erinnerungen, Aufgaben. Egal. Also so eine Flasche brauche ich noch. Ich drücke jetzt hier noch nicht aufs Knöpfchen. Wahrscheinlich funktioniert auch das noch gar nicht. Ja, und in der letzten Folge habe ich mich dann auch noch von so einer komischen Manifestation jagen lassen, die aktiviert wurde durch das. Zumindest sah es mir so aus. Und jetzt habe ich hier wiederum alles aktiviert. Wobei ich komischerweise zum Beispiel diesen Stuhl nicht aktiviert habe. Da ist ja auch... Ich kann mich... Needs energy to bring it to life, I think. Tja, aber hat's doch jetzt. Oder muss ich da näher ran? Nö. Also näher geht nicht. Ich kann mich reinsetzen. Schön. Sitze ich hier wie auf dem Kindergeburtstag. Ach, da ist ja auch eine. Da ist ja auch die Verbindung. Da könnte ich mal gucken. Ja, nun steh mal auf hier. Okay, sie ist schwanger. Naja, es führt alles hier so hin, ne? Sehr interessant. Und hier ist noch so ein anderes. Wo habe ich es denn gerade gesehen? Da. Das ist hier auch abgegangen. Naja. Ach so, vielleicht muss die Flasche einfach nur da rein und dann ist sie verbunden und dann gibt das Energie. Ja, also irgendwie funktioniert dann da was. Ich denke, wenn ich das jetzt hier näher ranbringe, das wird nichts machen. Nee, also es hat mit der Flasche zu tun, behaupte ich. Deswegen gehe ich nochmal ein Stückchen zurück, aber nur ein Stöckchen, ein wünschiges Stöckchen. Denn das hier hat auch noch was aktiviert. Nämlich dieses da unten. Ich bin mal gespannt, was hier so geht. Hier ist die Verbindung und hier ist der Hebel. Oh. Oh. That might be our ride out of here. Boah, ist das ein Schiff? Alles aktiviert sich. Oh. Das wäre, wenn ich zurückgehe, irgendwas, ne? Kann das sein? Und dann ist noch die Frage, kann ich das Ding wieder wegmachen? Weil das ja jetzt aktiviert wurde. Ich bring's mal weg. Und gucke mal, ob hier immer noch alles leuchtet. Ja, das bleibt aktiviert. Sehr gut. Und ehrlich, ich habe gerade noch überlegt, ob ich mich zurück in diesen Raum traue. Aber das geht nicht mehr. Okay. Okay, okay. Ja, ist gut, ist gut. Alles gut. Ich habe gedacht, ich müsste da noch was machen. Aber da ist es wohl erledigt. Dann würde ich jetzt mal zurückgehen und gucken, was sich irgendwo weiter hinten vielleicht aktiviert hat. So, das war ja auch noch, dass ich da irgendwann lang fahre. Geht aber jetzt nicht. Ist sehr interessant. Okay. Das war ja dieser Durchgang. Ach nee, das war der ganze Raum. Ja, warte mal, wo kam ich dann rein? Da kam ich irgendwo rein. Oder? War das der Raum? Bin ich da durchgelaufen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wahrscheinlich schon. Egal, jetzt gehe ich mal zurück. Kann ja eigentlich nur ein Weg zurück sein. Ich habe hier überall Licht angemacht und es reicht nicht. Mädchen, was ist denn mit dir los? Kann doch wohl alles nicht wahr sein. Hier mal ein bisschen den Blick in die Ferne schweifen lassen, so. Was ist jetzt hier? Ach ja, das ist ja hier unten, wo ich war. Ist das ein Käfig, der mich fährt? Ja. Ja, ich hoffe, ich komme da nochmal zurück. Oder ernte ich den lieber doch nicht, den Typen? Oh Mann, ich kauere mich hin. Oh.
hoch. Dunkel. Ohne Worte. Eine Kerze für die kleine Alice. Okay, es geht hoch. Oh Gott, Emily. I'm sorry. I didn't do what she asked. I couldn't. Torturing someone for a faint hope. Was I wrong? Will I lose you now? As I lost Alice? Oh God, little one. You can't leave me. You're all I have. Geht hier gleich ein Tor auf? Boah. So, jetzt Blinker links, nehme ich mal an. Obwohl, da ist was im Weg. Nicht, dass da was im Weg ist. Aha. Oh no. Ja, so kann man hier drin auch enden, ne? It's all right, little one. A rift, a way out of this world, see? We can use the bracelet to get through here. Jetzt? Ich hoffe, ich kann hier erstmal aussteigen. Come on, open up. How do I get the doors open on this thing? No. Oh. No, 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 no. Stop, goddamn you, stop! Take us back! Shit! Ach, hier klappt aber auch nie was. Auch so wie in Dead Space. Oh. Oh mein Gott, also das Ding hat einen Plan. Leider ist es nicht mein Plan. Hä? Oh. Ich hoffe, ich soll hier nichts machen. My bracelet. The rift can't be far. Look, that brightness up ahead. Another rift. Fingers crossed, Emily. Oh nein. Die sind da alle gefangen. Every one of these is a living person. Oh God, no. No. I swear we have no goddamn luck. Das war doch dieses Licht, was mich in der letzten Folge auch heimgesucht hat. Oh, das ist schon mal in Deckung hier. Ja, obwohl. Es kommt von beiden Seiten, aber hoffentlich nicht in meiner Höhe. Die dürfen mich nicht sehen. Die dürfen mich nicht sehen. Ah! Da fliegt's. Ih. Ist hier hinter. Oder dahinter. Oh. Wo ist es? Na, irgendwo. Bäh. Oh. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Schweben die hier im Kreis rum oder bewege ich mich überhaupt noch? Ja, danke. Was denn jetzt? Wie kann das sein? Oh, das hat eine Deckung weggemacht? Ich gehe noch tiefer.
Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen, ist auch scheiße. Habe ich es irgendwie geschafft? Oh Gott. Will ich mir das einfach... Was? 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 Ah! Ah! Nein! Nein! Meine Lampe! Aha! Hoffentlich war ich in Leichen gelandet. Nee. Eher nicht. Aua. Einmal kräftig auf den Arsch geplumpst. So, jetzt habe ich keine Lampe mehr. Na, wie schön. Na, ist ja wieder rennen, oder? Erstmal zu irgendeinem Licht hin. Oh Gott. Ach, dieses scheiß Licht da, das macht einen ja wahnsinnig. Wo geht's denn hier weiter? Da, ich renne. Ich wollte schnell durchrennen. Nein. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Weg hier. Geh auf. Mach diese Tür auf. Beziehungsweise mach sie wieder zu. Oh je, Mini. Die auf, okay. Die haben keinen Schließmechanismus, würde ich sagen. Wow. Achso, hier geht's ganz raus. Puh. Ha. Irgendwie habe ich die völlig irrationale Hoffnung, dass ich in Ägypten wieder rauskomme, jedes Mal bei so einem Szenenwechsel. Aber ist ja Quatsch. Völliger Quatsch. Schön wäre es mal wieder, aber ich denke, die Zeiten sind vorbei. Ach. Was ist denn jetzt schon wieder? Ist es das Kind? Genau. So, und wenn sie das weiß, dann ist ja wohl auch kein Grund zu irgendeiner Furcht, oder? Irgendeiner Furcht, wollte ich sagen. So, hat hier jemand Streichhölzer liegen lassen, zufällig? Wie viel habe ich denn? Ich habe zwischendurch ja noch was aufgesammelt. Ach, Streichhölzer sehen gut aus, aber meine Lampe ist halt weg. Da hilft mir dann auch Lampenöl nichts, falls hier irgendwo welches sein sollte. Und nach Streichhölzern muss ich auch nicht unbedingt gucken. Oh. Nee, das ist nur so ein Deckel. Ja, Streichhölzer habe ich zumindest. Fast voll. Warum läuft sie am Ende immer so langsam? So. Okay, nichts Aufregendes hier in diesem Bereich. We can do this. Tja. Ach man, ich muss doch rennen, das bringt doch nichts. Immer Richtung Licht, wenn ich ehrlich bin. Das ist das, was eine Spielerführung leistet, oder? Ah. Das hat nichts geholfen. Vielleicht doch. Da runter. Okay. Von wegen, hier können sie mir nichts tun. Sorry, aber ich renne jetzt hier durch. Was bringt denn das? Hossa. Kann man da was machen? Oh. Ich drehe mal. Was auch immer es tut. Habe ich da was von? Nee. Hä? Helfe ich denen? Was macht das? Das sieht aus wie...
zum Inhalieren. Nee, da fließt was durch. Interessant. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich getan habe. Was, wenn ich andersrum drehe, geht nicht. Passiert da hinten was, was ich nicht sehe? Ich drehe mal ein bisschen länger. So, jetzt habe ich eine Ladung hier durchgeleitet. Vielleicht muss ich da später was reinmachen. Oder das ist erstmal so ein Sneak Peek, was es hier überhaupt gibt. Oh. Eingesammelt. Und Story? Ja. I am trapped. I will die here. We have failed. Our sabotage shattered the great gate. And the world has shattered with it. My own eyes have seen the most skilled of my kindred wither into floating wraiths of nightmare. Despite all, the Empress still lives, crouching atop the tower like some vast spider, draining life and pain from the factories. It was our task to bring her reign to an end, and I failed. I still have Kita's formula. If any companion, stranger, explorer of the ruins finds this, then take the vial. It will seed the red flesh into the vitae and spread it through the system. Finish my work. End the suffering. Forgive our folly. Aha. Das heißt, ich kann. Sieht auch nicht gut aus. Oh. Das wird nicht mehr funktionieren. Das heißt, ich kann dieses giftige Zeugs in das Vitae reinmachen und dann habe ich das Gefühl, ich soll. Hier ist ja noch so ein Ding. Nee, das ist jetzt wieder Lampenöl. Ja. Ich soll die Königin töten. So habe ich es doch verstanden. Ich sehe gerade leider gar nichts. Geht es hier nochmal weiter? Nö. Okay, dann habe ich jetzt hier so eine komische, das gucken wir uns gleich mal an, so eine Spitze eingesammelt oder was? Ha! Warte mal, ich habe ja einen neuen. Gibt es hier mal eigentlich überhaupt noch Fackeln oder sowas? Jetzt könnte man ein Streichholz anmachen, um mal hier zu gucken, aber hier ist ja auch nichts. Oh, ich kann die Wand nicht mehr ausleuchten. Das konnte ich vorher auch ohne Streichholz. Hm. Okay. Was habe ich denn? Jetzt gucken wir uns das mal an. Injektor, ein Injektionssystem für Kapseln mit flüssiger Füllung. Was, wenn ich den jetzt hier reinstöpsel? Geht nicht, aber da ist irgendwie was mit mal 4 angezeigt. Hier. Ein Satz Kapseln, die eine rötliche Flüssigkeit enthalten. Warte mal, da ist, da kann ich nachfüllen. Injektor nachfüllen. So, jetzt ist der, jetzt hat der was drin. Jetzt muss ich das mal ausprobieren. Kommt der jetzt hier rein? Oh mein Gott. Na, jetzt sterben die doch, wenn ich das da durchjage, oder? Ist das hier jetzt nur zu Demonstrationszwecken? Oder muss ich hier peu à peu die killen, damit die. Da kommt es schon an, oder? Oh! Damit die Königin keinen Lebenssaft mehr hat? Ah. Oh mein Gott. Ah! Was war passiert? Also das Ding ist jetzt unbrauchbar. Okay, also ich muss das Ganze 4-mal an irgendwelchen Stationen machen, im besten Fall. Oh Gott. Ja gut, ich meine, die waren sowieso. Ja, mehr tot als lebendig. Tot als lebendig. Wo kam ich denn her? Von da oben. Warte, hier geht's ja gar nicht mehr hoch. Oh shit! Kam ich überhaupt von oben? Doch, oder? Ich kam hier irgendwie vorbei. So, da sollte man wieder nicht rein. Aua! Reinlatschen. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Hilfe, Hilfe. Hier? Oder kam ich hier rein? Nee, hier kam ich definitiv. Ja, nicht rein. Oh mein Gott. Diese Kack-B.
Biestack. Wie weit kann ich unter die Wasseroberfläche? Da wird's doch auch bald Atemnot. Ach ja, und Panik, alles auf einmal. So, ich guck mir mal vorsichtig an, wann wo dieses Licht hier lang kommt. Ah, nicht. Na gut. Ach komm. Was für eine Kloake. Wo geht's denn hier wieder raus? Irgendwo unter Wasser im schlimmsten Fall? Ah, hier, oder? Ja doch, ne? Ist fester Boden, okay. Oh, Mama Mia, ey. Kann ich mich hier auch beeilen? Ich tauche ab. Du siehst mich nicht. Leider muss ich wieder auftauchen. Besonders schnell ist sie gerade nicht. Da muss ich hin. Oh. Lass mich in Ruhe. Scheiße. Nein, ich komme noch nicht mal da durch, verdammt. Okay, aber ich muss sagen, das Spiel ist an den entscheidenden Stellen. Ah. Oh Gott. Ah, gut ausgeleuchtet. Dass man doch sieht, wo man lang soll. Falls man mal rennen muss. Man muss ja doch ab und zu mal. Oh. Ab und zu mal schnell sein hier. Oh shit, Mann. Komme ich da hoffentlich hoch? Das sieht nicht gut aus, ehrlich. Doch, sieht gut aus. Da war ein Amboss, der interessiert mich nicht. Okay. Come on. Lass mich in Ruhe. So, es ist ja auch nicht so, dass die Viecher sich nur am Boden aufhalten, oder? I think we're okay. Das kannst du aber mal denken, aber wer weiß, ob es stimmt. Ich habe so ein Talent in Aufzügen, nie den Ausgang zu finden, aber der kann doch jetzt eigentlich nur hinter mir sein. Okay. I just want to lie down now. Just for a little while. Ja. But we can't stop, can we? God and Mother Mary. Look at this place. All these people. So much torture and pain for what? Boah. To keep the lights on. Let's get out of here. Keep the lights on. Na, der schalte ich noch das Licht aus. Der Ollen. Wobei die ja das, glaube ich, gar nicht so unbedingt selber wollte, oder? Obwohl sie in irgendeiner Nachricht mal geschrieben hat, es geht hier nur um mich. Also die Königin. So, hier sind wieder ägyptische Hinweise, so Säulen. Werde ich meine Lampe überhaupt jemals wiederbekommen? Wer weiß es. Oh, finster hier. Achso, wieder eine Überblende. Oh, was? Da bin ich schon. Das sieht aus wie ein Haus. Ach du Schreck. Ist das wieder so eine Erinnerung an zu Hause? Oh, das ist ganz schön blurry. Mit Nachricht. Mit Brief. See this onset in infancy. Fever, usually seizures, degeneration of the nerves, slow development, such as lead to vomiting, suffer loss of hearing, the muscles may atrophy, no known treatment. This will cause breathing difficulties this within the year, invariably fatal. Das ist wohl... Genau, Alices Diagnose gewesen. Da war ja nichts dabei, was es nicht gibt, sozusagen. Beziehungsweise da war irgendwie alles dabei. Tür geht auf. Oh, Tür verschwindet. Da hinten sitzt sie am Fenster. Ach man, ist das traurig. Ich wollte noch diese andere Tür probieren, aber da geht nichts, oder? Geht gar nichts. Okay. Oh Mann, ey. Ah, solche Momente finde ich immer cool in Spielen. Dark, Mama. It's so dark. Shh. It's all right, little one. Und im Hintergrund ist schon... kündigt sich schon der zweite Teil an. Also der Nachfolger, die Nachfolgerin. Huh.
Kann ich mir ein Äffchen pflücken? Oh, wir haben veränderte Schwerkraft. Ich traue mich kaum zu springen. Dafür müsst ihr erstmal wissen, ob über mir Decke ist. Ich springe nicht. Vielleicht kann ich auch gerade gar nicht springen. Oh, hier ist das Kinderbett. Oh mein Gott. Jetzt muss ich das alles aus dem Weg schaffen. Oh. Vorsichtig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warte. Achso, ich dachte, ich muss mir einen Weg bauen. Das wäre es ja noch gewesen. Wow, aber das ist echt stark gemacht. Also stilistisch der Hammer. Kind, komme ich überhaupt an dich ran? I don't want to go away. Ich kann nicht an dich ran. Hä? Was? Fruchtblase geplatzt. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Hätte ich es schaffen müssen? Nein, oder? Oh nein. Eins, zwei, Freddy kommt vorbei. Das war wahrscheinlich der Morgen, nachdem sie ihre Tochter verloren hat oder so. Und das alles irgendwie verarbeiten musste. Tja, jetzt zurück ins Zimmer. Nein, endlich wieder Ägypten. Endlich. Nicht Ägypten. Algerien sind wir ja. Was rede ich die ganze Zeit von Ägypten, ne? Boah, der Bauch. Horror. Das ist der wahre Horror. Ist hier abgeschnitten von allem, irgendwie eine Geburt schaffen zu müssen. Kann auch nicht wirklich mich beeilen. Oh, wenn man sich jetzt für eine falsche Richtung entscheidet, ne? Im Übrigen habe ich vorhin auch eine Skizze gehabt, die ich mir noch gar nicht angeguckt habe. Aber so wichtig sind die ja auch nicht. Da ist kein Haken dran. Das war, da bin ich gefahren. Keine Ahnung, was das war, das Aktiv. Ach ja, den Raum habe ich ja jetzt gar nicht gemacht mit dem Vitae. Kann man hier verschiedene Sachen machen in Amnesia? Dämmert mir das jetzt erst? Ich nehme den Stift und mache einen Haken ran. Ist auch erledigt. Was war denn das jetzt eigentlich? Kann ich gerade gar nicht zuordnen. Oder ist das... Nee, das ist das, was er jetzt zuletzt gezeichnet hat. Aufgezeichnet hat. Oh, der Himmel sieht mal gut aus. Doctor! Oh, thank Christ! I need you! I need you now! I know it's crazy, but the baby... My waters have broken! Taken, Yasmin! Come to the tower! Do you... Please. The tower! I'll try! I'll try! All right. Hold on, little one. Just hold on. Oh Gott. Das ist schon... So eine Leiter schon die ultimative Herausforderung. Oh... Also ich sag mal so, oh ja, in dem Zustand, tschüss, in dem Zustand könnte ich sowieso keine Verfolgungsjagd mehr überleben. Oh mein Gott. Hoch mit dir, hoch. Mother Mary. Oh. Ja, da wird der Weg unendlich lang, fürchte ich. Oh, 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 oh.
nicht gut, nicht gut. Da hast du eine Sache hinter dir, nämlich die Dunkelheit und alle möglichen Viecher, die dich jagen. Und dann kämpfst du gegen den eigenen Körper. Oh Mann. Oh, ich kann sogar versuchen zu rennen. Oh, jetzt muss ich mich da durchquetschen. Passe ich da noch durch oder? Oh mein Gott. Ohoho. Ohoho. Das wäre der Schwangerschaftssimulator schlechthin. Ach, der Rauch. Ach, das ist ja immer noch so weit weg. Oh Gott. Oh no, jetzt noch so eine Übung. Ach du Scheiße. Stell dir vor, das müsstest du in echt machen. Und wenn die jetzt auch nur einmal irgendwo 2 Meter runterfällt, dann ist vorbei, glaube ich. Dann geht gar nichts mehr. Ah. Also, sie ruht sich jetzt nochmal einen Moment aus. Oh Gott, es tut mir so leid, aber ich schaffe jetzt hier den ultimativen Cliffhanger. Ich hoffe, ich darf hier nicht ewig stehen, nicht, dass sie mir krepiert. Ich muss jetzt schnell zum Ende kommen. Ich beende hier diese Folge und dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt schon ein großes Finale wird oder ob man da nochmal irgendwo in der Zeit zurückgeworfen wird oder nochmal irgendwas unter... Ja, unter Druck machen muss oder wie auch immer. Ich meine, ich habe ja Druck, aber Druck von innen, nicht Druck von außen. Wir werden es sehen, Leute. Ich mache noch eine Folge draus mindestens. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.